YouPorn? Kennen Sie das nicht? Nee. Was denken Sie, was YouPorn ist? Wir möchten gucken, ob Politiker nur reden können oder ob sie es auch schaffen, mit ihren Händen was Konstruktives, Konkretes herzustellen. Heute machen wir Musikinstrumente aus Müll. Oder basteln Sie nicht gerne? Musikinstrumente? Ja. Ich bastel äußerst ungern. Wir basteln eine Trompete, hier ein Trompetenmundstück oder einen Kerzenständer für eine sehr kleine Kerze. Ja, das muss aber eine sehr kleine Kerze sein. Ja, aber so nur ein Docht und ein Molekül. Ich würde das so rum machen. Ja, genau, so rum. Stecken wir das rein. Bringen Sie da einen Ton raus? Ich glaube schon. Nein. Doch. Na los. Sensationell gut. Dankeschön. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig. Dann Gaffertape. Das sind Sie das nicht stimmt. so erfahren mit das dem stimmt, Gaffertape. Ja. Haben Sie Kinder? Nein. Weil Sie das so gut können. Was machen Sie denn mit Ihren Kindern mit Gaffertape? Ah, Sie können das ja wirklich nicht so gut. Das stimmt. Soll ich Ihnen helfen? Das muss jetzt reichen. Aber wenn Sie mir helfen wollen, das ist so wunderbar. Ich lasse mir so gerne helfen. Super. Mir ist aufgefallen, dass die FDP-Politiker alle so übertrieben attraktiv sind. Gerade im Kontrast zu den anderen Parteien. Jetzt meinen Sie mich, das finde ich so toll. Ich meine auch Sie, ja. Aber ich meine vor allem Christian Lindner. Sie sind ja ein absoluter Schambolzen. Ist wahr? Ja, ich finde schon. Mensch, oder? Mein Besuch hat sich schon gelohnt. Ja, für mich. Mein auf Tag jeden ist gerettet. Fall. So, und nun? Jetzt können Sie mal versuchen, einen Ton zu spielen. Sie müssen so. Ich glaube, das ist gemogelt. Super! Es klang ein bisschen wie ein sich schneuzender Delfin. Wir basteln eine Rassel für den rhythmischen Backup. Dafür brauchen wir ein Überraschungsei. Das dürfen Sie auch essen, wenn Sie möchten. Ja. Wir brauchen nämlich nur diese innere Boje. Essen Sie Süßigkeiten? Gerne, für mein liebender. Echt? Hätten Sie gerne das? Schokolade mit Nuss. Lass mich mit Hazelnut oder was mit ist das? Mit Hazelnut, ja. Ja? Mit Hazelnut. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ich muss das eigentlich auch den Zuschauern zu Hause erklären. Also, liebe Zuschauer, hallo Mama. So macht man das. Man nimmt wie nennt man das? Eine Boje, eine innere. Also dieses Ding im Überraschungsei. Dann füllt man das mit Linsen. 2 Löffel. Mein Kleber hält nicht, ich nehme das andere. Also grün hält nicht. Ja, das haben Sie jetzt nur so behauptet. Das stimmt tatsächlich, hält nicht. In Schleswig-Holstein waren die Grünen doch besser als die FDP. Was haben die besser gemacht als Sie? Das ist eine gute Geschichte, ja. Die haben bei der letzten Wahl 0,5% verloren und wir haben 3,3% zugelegt. Das haben Sie besser gemacht als wir. Oder Sie waren einfach nur besser dieses Mal, weil Sie vorher so grotesk schlecht waren. Ja, man kann schon sagen, dass die 3 besten Ergebnisse der letzten, seit Bestehen des Landes, grotesk schlechte Ergebnisse sind. Aber auch das letzte Ergebnis war das 2. beste seit Bestehen Schleswig-Holsteins für die FDP. Sie sind ja sehr ein Charaktertyp. Also man wählt Sie ja auch, weil Sie... Geht's? Das ist ein bisschen... Das ist ich kann irgendwie Sie nicht loben, während Sie dann so schlecht was zusammenziehen. Fürchterlich, ne? Sie können ja das nehmen und dann sagen wir einfach ich nehme so, das Sie genau. haben das schon gemacht. Oh, Herr Kubicki, Sie haben ja schon die Rassel so schnell fertig gemacht. Wie haben Sie das denn so gut hingekriegt? Dank Ihrer Hilfe würde ich sofort antworten, nicht, weil ich ja der Wahrheit verpflichtet bin. Fehlt natürlich noch die Perkussion. Jetzt machen wir eine Trommel aus. Schön. Oh. Und hier ein paar Chips. So, nun machen wir jetzt aus diesen kleinen Düsen eine Trommel. Kann man Werbung machen für die FDP? Dolly Buster hat ja mal Werbung gemacht für die FDP. Sie würde ich nehmen. Ja? Für die Werbung, meine ich. Ja. Ja. Welcher Pornostar würde heute Werbung machen? Ich glaube nicht, dass unsere Klientel, unsere Zielgruppe überhaupt erreichen könnte, mit Pornostars Werbung zu machen. Aber also Sie können mir doch nicht sagen, dass der durchschnittliche FDP-Wähler weniger Pornos schaut. Als ein Grünen-Wähler? Ja. Oder ein CDU-Wähler? Weiß ich nicht. Aber irgendjemand muss es ja tun. Ja, dann ist es wirklich Ausbeutung, wenn irgendwelche armen Frauen Pornos drehen, die dann niemand schaut. Das fände ich wirklich daneben. Das stimmt. Tut der Welt einen Gefallen. Wenn dieses Video zu Ende ist, wechselt drüber zur richtigen Do-It-Yourself-Seite YouPorn. Genau. YouPorn? Kennen Sie das nicht? Nee. Was denken Sie, was YouPorn ist? Als rein vom Namen her ist es ein bisschen
Das würde ich mit YouTube für Leute, die Porno gucken wollen. Genau, sehr gut. Ich glaube, Sie haben das jetzt besser zusammengefasst als der CEO von YouPorn. So. Ich glaube, so wäre das, wenn wir jemanden umbringen würden und den dann so fesseln müssten. Dann wäre das so ein Moment. Ich weiß, woran Sie wieder denken, aber da ist es der falsche Sender für sowas. Ja, das stimmt. Fesseln ist der falsche Internet Sender. Ist der falsche Sender für brutale Sachen. Wir wollten eigentlich Frisuren basteln mit Christian Lindner, aber der hat ja jetzt schon eine neue. Fanden Sie das gut, dass der jetzt neue Haare hat? Oder dachten Sie sich... Das entscheidet der immer noch selbst. Also genauso wie Frauen sich entscheiden, welche Frisur sie tragen wollen, welche Kosmetik sie benutzen oder nicht, kann Christian Lindner sich entscheiden, welche Haare er haben will. Ja, aber ich meine, es wäre ja für Sie gut, wenn der nicht so gut aussieht. Warum? Weil Sie dann im Kontrast besser aussehen. Ach was. Nee? Wirkt man in einer... So denken, glaube ich, nur Frauen. Echt? Ja. Männer denken so nicht. Männer denken immer, sie seien an sich schön. Ach so, auch alleine? Auch alleine, ja. Sie sind ja ein sehr bekannter Flirter. Was ist so Ihre Technik? Gibt es da was oder ist das einfach im Blut? Ich kann das nicht beschreiben. Man hat es oder man hat es nicht. Ja, Sie gucken mir zum Beispiel so ganz tief in die Augen. Also ich habe so das Gefühl, Sie schauen mir an einen Ort, wo nicht viele Leute hinsehen können. Auf die Seele. Die Seele würde Nein, aber ich gucke Sie selbstverständlich an. Also nichts ist ja schlimmer, als mit jemandem zu reden, den man nicht anguckt. Das ist ja ganz komisch. Stimmt. Ja. Oder wo man an den falschen Ort guckt. Wenn man so einen riesigen Leberfleck hat auf der Schulter, dann schaut man immer nur den Leberfleck an. Was wollten Sie eigentlich mal werden, bevor Sie Sie geworden sind? Sie meinen beruflich? Ja, oder was menschlich? Alle kleine Jungen wollen. Ich wollte mal Pilot werden. Dann habe ich festgestellt, dass ich mathematisch-naturwissenschaftliche Fähigkeiten habe. Dann wollte ich Physik studieren. Dann habe ich eine Frau kennengelernt. Das klingt ja fast wie eine junge Angela Merkel mit dem Physikstudium. Ja, aber das hat es bei mir dann nicht gereicht. Ich habe eine Frau kennengelernt, bin nach Kiel gegangen. Das jetzt. Ist jetzt aber wirklich für kleine Kinder, ne? Oder für Dinosaurier, für einen T-Rex, ja. Der so spielt. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, dass man bescheuert aussieht hier, ne? Was ist Ihr Lieblingssong? Jetzt zum Beispiel, was würden Sie gerne hören? Was soll ich Ihnen vortrommeln? Einer von 80 Millionen vielleicht. Einer von 80 Millionen? Ja. Welches ich nicht kenne. Was kennen Sie denn? Einer von 7 Millionen, das ist die Schweizer Version von dem Song. Aber die ist so ein bisschen krasser. Ja? Sie hat mehr so genau. Auswurf bis in die Auch nur 30 Reihe. Sekunden statt 30. Nur 30, ja, wobei wir brauchen ja so lange, um zu singen. Einer von 80 Millionen. Really? Einer davon bist du. Was haben Sie damals noch gehört? Was gab's da? Queen, Beach Boys, Led Zeppelin. Der Drummer von Led Zeppelin ist ja an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Unglücklich. Wann kommt Ihnen das Kotzen im Bundestag? Ja, gar nicht wahrscheinlich. Warum nicht? Weil ich bin sehr hart im Nehmen. Echt? Mhm. Aber würden Sie zum Beispiel auch um die Koalition vorzubereiten mit Angela Merkel flirten nach den Wahlen? Sind Sie so hart im Nehmen? Ja, wenn sie sich darauf einlassen würde. Ich habe auch schon mit Claudia Roth geflirtet. So. Echt? Was haben Sie da gesagt? Haben Sie gesagt, Umwelt ist geil? Nein. Was haben Sie da gesagt? Haben Sie einfach so Blicke? Wir haben uns das erste Mal, habe ich zu ihr gesagt, 1972 gesehen. Da war sie bei den Jungdemokraten in Leverkusen. So alt sind Sie schon. Daran hat sich erinnert, ja. Krass. Mensch. Zu Ihrer Zeit gab es ja so Bands wie The Who. Die haben immer am Schluss alles kaputt gemacht. Das würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen tun. Sind Sie bereit? Ich bin immer bereit. Das ist die Zerstörung der Chipsdose in der eigenen Unmündigkeit. Ja. Aber machen Sie ruhig weiter. Dann. Genau. Super. Einer von 80 Millionen. Genau. Und Wolfgang Kubicki ist einer davon. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.